Oh Leute, ich muss mich erstmal wieder setzen. Ich liege hier so rum, wie so ein Tumbleweed. ströme ich praktisch am Mikrofon vorbei, links und rechts, und das ist nicht so toll. Leute, ich hab's verstanden. Ich hätte es ja nicht wissen können. Das Problem war, der zweite Polizist, den wir niederschlagen. Immer wenn wir jemanden getötet haben, werden die Leichen ja weggebracht. Und die wurden in diesen Raum gebracht. Und deshalb sind da NPCs gewesen, obwohl sie da eigentlich nicht sein sollten. Nämlich die Leute, die die Leichen dahin gebracht haben. Und haben den Niedergeschlagenen entdeckt. Mach jetzt keinen Fehler, Mann. Ja, das habe ich dieses Mal wirklich nicht vor. Danke, dass du mich nochmal darauf hinweist. Wie gesagt, das betrifft den zweiten Polizisten, also in meiner Killstreak hier ist nichts verkehrt. Das ist schon richtig, das läuft schon perfekt, das ist echt erste Sahne. Warum auch immer es eine zweite Sahne geben sollte. Der bewusstlose Polizist Nummer 2, der heißt auch so, der wurde von seinen Eltern so genannt, wurde halt entdeckt. So, würde ich sagen, dieses Mal sollte aber nichts mehr schief gehen. Gleich macht es Gongi Long. Peng. Chap. Blüm. Das sind die offiziellen Sounds aus der Beta noch. Die fand ich persönlich ja viel besser. So. Jetzt gehen wir denselben Weg wieder zurück. Das alles kennen wir von eben. Und erledigen Zielperson Nummer 1. Es gibt vermutlich einen schnelleren Weg zurück. Ich würde ihn jetzt aber gerade nicht wissen. So, das war's dann schon mit dem Kerl. Und der Rest passiert jetzt ausnahmsweise mal relativ nach Plan. Sollte er zumindest funktionieren. Ich bin wieder auf der falschen Seite. Auf der falschen Seite der Macht. Wir holen uns die Stungun. Das war's mit dir. Warum mache ich den eigentlich nieder? Ich will den Körper ziehen. Okay, danke. Das ist nämlich das Problem. Hier in den Raum ziehen die praktisch ihre Bewusstlosen. Und deshalb wurde es auch immer enttarnt. Und weil es ja auf dem Endscreen nicht gezeigt wird mit den Statistiken, konnte ich nur Rätsel raten. Wir wollen dieses Mal kein Risiko eingehen und entsorgen dich einfach direkt. So, da ist Müll, wird bald abgeholt. Und dann an den Rest. Erstmal ran an den Rest. Karte reinschieben. Wir haben die Kaffeemaschine wohl wieder mit Piss. Raus hier, Mann, sonst gibt's Ärger. Geh ja schon raus, ist ja alles gut. Ich hab die Pistole, okay. Du bist nicht sehr schnell, kann das sein? Hey, guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Raus hier, Mann, sonst gibt's Ärger. Komm ein bisschen weiter. Kein Zutritt, Mann. Bitte. Mach jetzt keinen Fehler, Mann. So. Der ist erledigt, der andere hat es nicht gemerkt. Zellenschlüssel. Gut, dann hol dir halt den Anzug. Aber jetzt bitte auch den Zellenschlüssel. Und will ich den anderen da dann auch noch niederschlagen? Ja, nicht, dass der irgendwie rüber guckt. Das wäre sehr schade. Wäre sehr scheiße vor allen Dingen. Also, Stüngün. Mein Lieblingswaffe im Spiel ist die Stüngün. Und der letzte sollte hier draußen, scheiße. Der letzte ist hier unten. Wir dürfen ihn nicht nach oben lassen, weil sonst sieht er die anderen auf der... Hör auf! Sonst sieht er die anderen auf der Stelle. 47 ist auch der Einzige, der das hinkriegt, ne? Versehentlich eine Wand hochklettern. Tschüss. So, jetzt sollte es aber funktionieren.
Sie? Ich hätte es wissen müssen. Haben mich sediert. Psychopharmaka. Was Sie getan haben. Das ist der Kerl. Hier. Ich hol sie heraus. Die lassen mich nie lebend raus. Ich weiß. Am Mördorn. Aber nur so tun, als ob. Yay. Identität angenommen. Ich erledige jetzt den Rest. Sehr gut, 47. Das hier wird Sie vielleicht interessieren. Das Mächtegleichgewicht der New Yorker Familien wurde gestört. Ich hätte deshalb noch zwei kleine Aufträge für Sie. Neben Ihrem Primärziel halten sich zwei weitere Mitglieder der Gruppe im Gebäude auf. Pro Kopf wären $50.000 Bonus für Sie drin. Es liegt ganz an Ihnen. Verstanden. So, jetzt aber raus hier. Ist meine Hassmission aus dem Spiel, also keine Sorge. Es ist auch die schwierigste für Leute wie mich, die so ein bisschen Kreativität verwenden wollen. Nee, diese Sequenz da rechts, die ja gerade passiert, zerstört jeden Speedrun. Wo habe ich eigentlich meine Kleidung her? Stimmt, meine Kleidung muss ich noch wechseln, damit kann ich die Zeit dann wenigstens sinnvoll rumbringen. Meine Kleidung habe ich dieses Mal gelassen bei Wachmann Nummer 1 erneut. Wenn der noch da liegt, heißt es übrigens, er wurde offenbar nicht entdeckt. Und das ist schon mal schön, denn wenn die Bewusstlosen entdeckt werden, werden sie geweckt. Und das ist eigentlich auch so ziemlich der einzige Umstand, unter dem Bewusstlose, die ja geweckt werden in dem Spiel hier. Im echten Leben wachen die vermutlich irgendwann von selbst auf. Außer es handelt sich um Marco. Der wacht nie von selbst auf. So, ich bleib weit weg von der Tür da. Einfach damit der Typ nicht noch da reingeht. Wir schauen uns dieses überhaupt nicht offensichtliche Levelende hier an. Ist aber trotzdem eine coole Szenerie, nur ich hasse das Level. War er schon hier? Nö. Ich konnte nur nicht glauben, dass er so lang braucht. Was habe ich da gerade für eine Notiz erhalten? Ich weiß leider nicht mehr, wo schön, man die... Schön, dass Sie wieder an Bord sind, 47. Ich bin froh, dass Sie wieder fit sind. Okay, Türen sind entriegelt. Dann müsste der Typ da langsam mal rauskommen. Was macht der eigentlich mit den Bewusstlosen? Mit den Toten? Ja, du, was machst du mit den Toten? Ich kenne dich doch, du warst auch in der Oper, ne? Okay, Leute, jetzt raus hier. Raus hier. Und, was sagt ihr? Oh, mein Gott. Ja, meine Freunde, das ist das lautloser Killer-Rating Silent Assassin mal wieder geschafft. Und wir schauen uns die Cutscene der nächsten Mission an. Ja, stimmt alles? Nee, ich muss niemanden bestechen, ich bin zu cool. Ach ja, ist die Zeitung. Lautloser Killer gesucht. Und hier, das könnt ihr ja selbst lesen. Bla bla bla. Speichern will ich, ja. So, und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Let's Play Hitman 4. Bis dahin, ciao.